Bowler. Eine sehr, sehr schicke, boah, sehr schön detailliert erstellte Stadt, muss ich sagen. Sie gefällt mir gut. Oh nein. Und das allererste, was ich in einem Spiel sehe, ist ein Goldseller. Ihr seht schon hier unten, der spammt hier schon fleißig rum. Das macht natürlich bei einem Spiel keinen so tollen Eindruck, wenn das erste, was man zu Gesicht bekommt, ein verkackter Goldseller ist. Aber nun gut, das ist... Vor allem in einer Beta. Hallo, wer kauft in einer Beta denn das schon? Ich meine, ich verstehe schon nicht die Leute, die sich das in einem normalen Spiel kaufen. Aber in einer Beta? Wozu? Naja, okay. Notice! If you experience lag or low frames rates because of your PC specs, try lowering the graphics setting in the video tab of the option menu. Okay, ja, das hätte ich natürlich nicht gedacht. Ui, was ist er denn da für ein bunter Geselle? Gut, dann schauen wir mal. Wir als kleines Schulmädchen mit überdimensional großen Brüsten werden uns dann mal auf den Weg machen zu diesem komischen Typen, der uns gesagt wurde. Mercenary Outpost. Ach, da führt ein Pfeil hin, so wie ich das sehe. Ist das hier? Bin ich da richtig? Mercenary Outpost. Sieht gut aus. You arrive at the Mercenary Outpost to see a woman with shining armor facing off against a man in a helmet. Received. 10, what? Receive 10 trainers armor temporary repair kit. The two seem to be arguing. Quit! This case falls under the jurisdiction of the Royal Army. We are taking command. Merrick, not happening. Cold hands under the protection of the crime slave mercenaries. Quinn. The Royal Army outranks a band of Raptag mercenaries. You will vacate premises. Mary, you forgot we don't play by your rules. We protected the citizens of Colhan from that giant spider yesterday while the Royal Army hide in rockest... Das wird wohl die Stadt sein. In rockest like spineless cowards. Colin is ours to protect. The two are too busy arguing to pay you any heed. Die sind also zu beschäftigt, um mit uns zu sich zu unterhalten. Das ist natürlich nicht... Oh, jetzt sehe ich gerade, hier sind noch weitere Gesellen, die wir ansprechen können. Gut, also... Ups, das sind die Merrick und Gwyn. Das sind die beiden, die keine Zeit haben, mit mir zu sprechen. Also quatsche ich jetzt einfach mal mit einem der anderen dreien, die hier noch rumsteht. Aber bevor ich das mache, muss ich wirklich sagen, das ist doch mal wirklich ein super schickes Design für ein, ja, für ein Spiel so. Nicht wie in World of Warcraft. Ich betrete ein Haus, alle Häuser sehen gleich aus. Alle Häuser sind tot und leer. Es ist vielleicht ein NPC, der drin steht, mit dem man meistens nicht mal sprechen kann. Oder wenn man ihn anspricht, er dir immer die gleiche Floskel um die Ohren haut. Und hier ist wirklich schön detailliert. Es stehen zwar auch keine Menschen drin, aber man hat hier wenigstens ein paar Buttons, mit denen man dann mit den Menschen sprechen kann. Es ist zwar nicht alles mit Sprachausgabe, aber das finde ich muss auch nicht sein. Weil ich habe es wirklich ganz gerne, wenn ich Texte selber lesen darf. Und ich verpasse eigentlich dadurch auch wenig. Denn manchmal ist es so, oder häufig ist es so, wenn ich spiele in einer anderen Sprache und sei es auch nur Englisch, dass man, oder ich zumindest häufig das Problem habe, ich spiele, lese dabei oder muss zuhören und ich achte dabei aber so viel auf die Umgebung, auf die Details, sodass ich auf einmal manche Passagen... ja, überhöre und wenn es dann kein Textfenster dazu gibt, wo ich es schnell nachlesen könnte, dann ist das immer leicht doof. Das mag ich nicht so.
Das ist hier aber ganz gut gehandelt, muss ich sagen. Das gefällt mir schon. Okay, also sprechen wir mal mit der Kira. Oder Sira. Ja, ich denke mal, Kira soll das wohl heißen. Kira. Hey, you're the Merc. Or Merc. Who went up the bell tower yesterday. You're new, right? Kira turns toward Marek and Gwyn. What a way to welcome you into the Blades. Marek. Marek's fists are belted up at his sides. Your army dog are the same. You don't listen. Gwyn. Watch your tongue, mercenary. I have the command of the entire Rochester garrison at my biding. Kira sighs. What a mess. Let's go to the back of the room. It's quieter. Kira, this is better. Those two were giving me a headache. Ja, kann ich mir vorstellen, dass du von den ganzen Gequatsche Kopfschmerzen bekommst. Okay, talk to Kira. Merrick's got a vendetta against the Royal Army, and it doesn't help that Captain Audan was injured yesterday. Merrick, of course, blames the captain's injury of the Royal Army's negligations. What a mess. Anyway, I'm Kira. I train Crimson Blade rookies. Alice, the gangster. I heard you were phenomenal at the bell tower. Everyone's talking about it. I wish I could have been there. Oh, and that's Ellie. He's with the Royal Army. Hey, my name's Alice. Not Ellie, okay? And I'm not just any old part of the Royal Army. I come as a representative of the Royal Academy. I'm a cadet leader. Well, that makes you with the Royal Army, doesn't it? And Ellie's nickname a term of... What? And Ellie's Ellie is a nickname a term of indictment. Ellie's grimaces. That's an awful nickname. Kira smiles copiously at Alice, then turns back to you. The Gamestar, you may have saved the day yesterday. Ich hab gar nicht geklickt. Warum zur Hölle geht das denn schon weiter? Alright, I think the mercenary training site is a perilous ruins. In the perfect place for you. Oh, Moment, kann ich hier vielleicht nochmal hochgehen? Ja, oder? To get there, take the boat from the dock. It's right around the corner from here. Can't miss it. When you get to the dock, you will see a bunch of boats waiting. Take a boat from the location where it says battle quests. This last part important. You have to select mercenary training site as your destination. Good luck. Alice. Yes, good luck, the gangster. Chances are I'll still be here when you get back. Ja, das glaube ich. Kira, I hope those two will have resolved their difference by the time you're back from the mercenary training site. Ja, das hoffe ich auch. Gut. Oh, ich sehe gerade, hier unten ist Shitchat. Was? Achso, Shitchat, Story and Skill Training. Bevor ich aber jetzt weiterspiele, werde ich mal nochmal den Gallagher hier ansprechen. Oha, wie sieht der denn aus? Gallagher, okay. Their argument is starting to get old. Gallagher yawns but continues to watch. Okay, der hat nichts großartig zu sagen. Gut, dann schauen wir mal, wie kommen wir hier raus aus dem Ganzen? Ah, da oben. Moment, was haben wir denn hier? Skill Training. It's always nice to see you make progress. Ja. Schauen wir doch mal, ne? Was haben wir denn hier zur Auswahl? Okay, den Magic Arrow, den setze ich ja meistens ein. Kann ich hier schon irgendwas aufleveln? Nee, ich hab noch gar nichts. Okay, das Tutorial hat scheinbar keine Items oder Erfahrungspunkte abgeworfen. Insofern
habe ich auch noch rein gar nichts, was ich hier verwenden könnte. Also gehen wir hier wieder raus. Hier sind wir fertig. Und wir sollen nun zu den Docks. Oh, und dass das mit einem Pfeil angezeigt wird, finde ich ja einerseits ganz okay. Was haben wir denn hier noch so verwendet? Finde ich einerseits ganz okay. Andererseits macht das Ganze aber auch sehr, sehr einfach. Aber gut, die heutigen Spiele sind ja meistens darauf ausgelegt, den Spieler wirklich alles vorzuleben und vorzuzeigen, dass der nur noch folgen muss. Aber ja, ich habe da jetzt nicht so das Problem mit. Ist schon okay so. So, schauen wir uns doch erstmal hier in der Stadt um, bevor wir jetzt zu den Docks gehen. Hier ist der Avatar-Shop und eine Katze ist der Avatar-Shop. What the heck? Okay. Kaina oder Kaina? Miau! Ja. Ich guck mal rein. The cat seems to be helping you enter the Avatar Shop. Miau! Okay, nein, ich will jetzt nicht in den Avatar Shop. Die Katze ist mir suspekt. Was haben wir hier? Marketplace. Oink. Auch nicht schlecht, aber irgendwie raff ich jetzt nicht. Hier unten. Okay. Marketplace. The pig seems to want you to take your time and look around. Oink. Ah, okay, das ist das Auktionshaus. Ja, das kennt man aus WoW oder einem anderen Online-Spiel. Nur zu Genüge, da müssen wir uns nicht mit befassen. Hier ist die Schmiede, The Forge. Was haben wir hier sonst noch so? Diese Mailbox. Ja, das ist halt der ganz normale Briefkasten. Das Inn, das ist also das Hotel, wo man übernachtet oder wo wir, glaube ich, auch gestartet sind. Was haben wir hier? Traveler's Shop. Ja, ein Laden für Reisende. Das wird wahrscheinlich der ganz normale Item-Shop sein. Magic Laboratory. Okay, ein Magielabor. Was das ist, weiß ich jetzt noch nicht. Keine Ahnung. Rochest. Da wird es wohl rausgehen aus der Stadt ein Ausgang sein. General Store. Okay, nee, das ist also der normale Item-Shop. Okay, das heißt, der Händler oder der Traveler-Shop ist wieder etwas anderes. Okay, aber da es hier sonst nichts weiter gibt, mache ich mich mal auf die Socken und gehe hier raus zu den Docks. Oh, das sieht hier ja auch nicht schlecht aus. Mercenary Report. Kann ich hier irgendwas lesen? It's a Mercenary Report. Everyday Vindicted Event. Ah, das finde ich ja cool. Das ist also ein schwarzes Brett im Spiel, was dich über Events im Spiel informiert. Und dem Avatar-Shop, die Supply-Depots. Das finde ich ja ist cool gemacht. Das hat was. Okay. Shire. Okay, warum zum Teufel sind das eigentlich immer Katzen oder so, die das hier leiten? Das finde ich ein wenig suspekt. The cat seems curious. What brought you here? Miau. What the? Nix, ich rede nicht mit Katzen. Go away! Okay, was haben wir denn sonst hier? Was sitzen denn hier für Gestalten? If you wait while sitting near a campfire, you can re- Was? You can receive its warm protection. Sit on an object with press 11. Was? F11? Or enter sit in the chat window. If you already received the effect, it won't be applied again. Okay, also. F11. So, and you? Warm surrounds you. Sit and bask in it for a while. Okay, das geht immer so schnell vorbei. Man kann es gar nicht schnell genug lesen. Okay, aber anscheinend muss man hier, um irgendeinen Effekt zu erhalten, etwas länger sitzen. Das ist wohl so der Spot, wo man sich AFK hinsetzen sollte, um vielleicht, ich nehme es jetzt einfach mal an, einen Statusbonus zu erhalten oder vielleicht sogar den XP-Bonus, wie in